Es ist ja so, dass wenn man eingeladen ist, dass man das Glück hat, in keiner Weise zu glauben, dass das, was man schon herausgefunden hat, wäre wirklich der letzte Mahlzeit Schluss, sondern dass man auf bestimmte Voraussetzungen, biologische, pathologische, archäologische Vorgänge zurückkommt und sich sagt, ja, was habe ich mir denn da eigentlich vorgestellt und was habe ich mir eigentlich alles da gedacht und waren da wirklich die richtigen Grundsteine, die mich dazu verführt haben, Annahmen zu haben, eine Meinung zu haben oder etwas über das Bild zu denken. Ich habe mir zwar das nicht angeguckt, aber 1992 hatte ich ebenfalls das Glück, eingeladen zu sein an einer großen Ausstellung über Schweizer Fotografie in Nürnberg. Diese Fotografieausstellung hieß Blind, junge Fotografie aus der Schweiz, was wir Ihnen schon immer zeigen wollten. Mit dieser kleinen Rückkehr möchte ich auch ein Hommage an Mike Frey, einen wunderbaren Fotografen, der verstorben ist, und Paco Carrascosa, der heute gekommen ist, weil sie eigentlich die Organisatoren oder Initianten dieser Ausstellung waren. Warum komme ich darauf zurück? Weil es um Begriffe geht. In der gleichen Zeit gab es hier an diesem Museum, vergessen wir unseren großen Martin Heller nicht, eine Ausstellung, die hieß Wichtige Bilder. Es ging also eigentlich darum, immer über das Bild nachzudenken, sich zu überlegen, ob man im Bild sei und ob das, was man sich für Bild vorstellt, wirklich auch mit dem Bild etwas zu tun hat. Die Ausdrücke hießen neu, wichtig, frisch, frech. Es gab eine Faszination für das Bild als solches. Und ich unterscheide mich von sehr vielen Theoretikern dadurch, dass mich die gemachten Dinge weniger interessieren, als wie sie gemacht und hergestellt werden. Es steht also jemand dahinter und es macht jemand ein Bild. Das hat mir damals erlaubt, mich mit allen bildgeschichtlichen Themen auseinanderzusetzen, weil ja eben das Bild das Thema war. Ich erinnere mich mit äußerst großem Vergnügen an die Lektüre sämtlicher Briefe von Nissim Fournies, der in Chalon-sur-Saône seinem Bruder Claude nach England schrieb, wie schwierig das doch sei, de peindre la lumière d'après la nature, weil das war der Traum der Fotografie. Der Traum der Fotografie kam aus dem Bild, das es eben auch schon gab. Und ich bin auch immer sehr fasziniert von Technik, weil die Technik ja erlaubt, bestimmte Kompetenzen, die wir selbst ausführen, zu delegieren. Das heißt, jemand macht an unserer Stelle ein Bild, sprich der Apparat. Und es ging in diesen Briefen immer darum, wie schwierig es war, diesen sogenannten Augenblick, auf den ich dann zurückkommen werde, zu bannen. Das heißt, auf eine Unterlage zu bringen und es dort so festzuhalten, dass es den Augenblick des Machens überlebt. Sinnigerweise, das erzähle ich, weil ich ein alter Mann bin, wenn man durch die Welt geht, stellt man fest, dass meistens Erfindungen so aus Zwillingsgeschichten entstehen. Das heißt, gleichzeitig ist da vielleicht auch schon jemand an der gleichen Geschichte. Und Thomas Wedgwood, den ich selbstverständlich auch äußerst genau studiert habe, hatte während dieser Zeit ähnliche Probleme, weil es um chemische, physikalische Probleme ging. Die sogenannte Substanz, die man sonst auf der Palette hat, auf eine neue Unterlage zu bringen. Das hat mich schon mal dazu verführt, mich mit Daguerreotypie auseinanderzusetzen, was ja noch ein Vorläufer ist, weil dort die Geschichte der Übergang eines skulpturalen Ereignisses zu 2D ist. Ich erkläre nicht, das ist eine Platte,
Sie ist selbstverständlich metallisch und damit hat sie eine ganz andere Ausdruckssubstanz als eine Leinwand oder ein Papier. Äußerst fasziniert war ich auch von der ganzen Geschichte des Fotogramms. Fotografien, das Licht zeichnen, Fotogramma ist auf eine Einheit zurückfinden, die die unmittelbare Spur des Augenblicks ist. Licht, Spur, Schatten und Spiegel. Ich vermute, meine Damen und Herren, dass alle unsere Erkenntnisse aus dem Schatten und aus dem Spiegel kommen. Denn der Schatten ist ja eine Abstraktion der Komplexität dessen, was wir nah wahrnehmen. Und der Schatten zeichnet ja schon einen Abdruck oder Eindruck dessen, was wir vor den Augen haben. Machen Sie darauf aufmerksam, dass Eratosthenes, der Direktor der Bibliothek von Alexandrien, spazierte und einen Stock in den Sand steckte und den beobachtete und sagte, es ist ja unglaublich, der Schatten bewegt sich und der Stock bleibt immer da. Also diese ganze Geschichte von Fotografien und Fotogramma ist ja auch immer eine Schnittstelle der Dynamik des unfassbar Veränderlichen, das man in irgendeiner Weise auf den Punkt bringen will. Die Motive und die Motivation, die zu Bildern verführen, waren anfänglich, sinnigerweise, die Landschaft. Es war der Akt und es war das Porträt. Die Fotografie ist es eigentlich, und das kennen Sie besser als ich, weil darüber springe ich jetzt, mache nicht eine Fotogeschichte des 20. Jahrhunderts. Das interessiert mich an dieser Stelle nicht. Ich wollte nur unterstreichen, dass ich in einer, zu einem Zeitpunkt, also 1990, in einer ideologischen Färbung lebte, die ich mit anderen teilte, Theoretiker und Praktiker, dass man sich mit dem Medium auseinandersetzen sollte und dass die Möglichkeiten und Bedingungen der Fotografie das Thema waren. Ich behaupte nun, dass diese Themenstellung für uns nicht mehr interessant ist und ich mache damit einen Gegenentwurf, der, so hoffe ich, ist es ein Entwurf unserer Zeit ein bisschen besser entspricht. Wenn ich alles wegdenke, was ich mir überhaupt vorstellen kann, dann bleibt nicht das Sein übrig, sondern wie einer meiner Lieblingsphilosophen, Immanuel Levinas, sagt, es gibt. Es gibt immer noch etwas, denn von diesem Es gibt gehen wir aus. Wenn ich nun alles wegdenke, was es gibt, was bleibt dann übrig? Sie. Und Sie sind eine Instanz, die Kompetenzen hat, etwas wahrzunehmen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie in keiner Weise merken, es sei denn, Sie seien sehr müde oder Sie hätten viele Pumpen, dass der Liedschlag die Kontinuität der Wahrnehmung ständig unterbricht. Das heißt, was Sie wahrnehmen, ist schon eine Folge von sukzessiven Augenblicken. Überdies sei gesagt, dass der blinde Fleck, nämlich da, wo der Nerv ja auf die Netzhaut trifft, für sämtliche Eindrücke blind ist und sie gleichwohl nicht, es sei denn, sie hätten nicht viel getrunken oder sonst etwas Tolles genommen, dieses Loch nicht sehen. Das heißt, einen Eindruck zu haben, ist eine Leistung und bereits ein Kunststück. Darum heißt mein Vortrag ja Kunststück Augenblick. Stellen Sie sich
weiterhin vor, dass sie Kraft ihrer physischen Gegenwart einen Standpunkt haben. Sind Sie sich bewusst, dass kein einziger Mensch auf dieser Welt je ihren Standpunkt teilen wird? Weil in jedem Augenblick, wo die schöne Veronika hier sitzt und ich ihr nun sagen würde, schau mal, Veronika, das Meer, ist das ja absolut klar, dass die Augen von Veronika nicht an jener Stelle meine Augen sind. Das heißt also, dass man den Augenblick nicht teilen, sondern nur mitteilen kann. Und dass die Mitteilung des Augenblicks ein Bild des Eindrucks ist und es darüber eine Vereinbarung geben kann. Bin ich zu schnell oder? Es geht nicht schnell. Sie haben das jetzt gerade gecheckt. Ne? Also Sie sehen, ich habe in Ihren Augen gelesen, dass Sie den Gedankengang, denn so hoffe ich doch, dass er musikalisch Ihnen empfänglich und harmonisch-melodisch entsprechend vorgetragen sei. Sie haben festgestellt, die Fotografie kommt aus der Notwendigkeit, Ihren Eindruck mitzuteilen, und erst der Ausdruck Ihres Eindrucks erlaubt zu zeigen, was der Eindruck war. Ich mache Sie darauf aufmerksam, das liebe ich, das liebe ich. Es will schon gut sein. Ich werde gerade etwas sehr Freches sagen. Meine Damen und Herren, es gibt in Europa die Theorie der ontologischen Gewalt. Die Theorie der ontologischen Gewalt beruht darauf zu sagen, was die Dinge sind. Und es gibt eine Theorie der metaphysischen Einfachheit. Dunkel und dünkel, das heißt die Theorie. Darum sage ich beispielsweise nicht, Sie hätten einen Geist, und ich sage Ihnen auch nicht, es gäbe eine metaphysische Ebene, sondern ich sage Ihnen, Sie haben einen Standpunkt. Das ist ein körperliches Ereignis, augenblickshaft. Sie sind jetzt hier und Sie sind nicht anders. Aber seltsamerweise ist diese körperlich-sinnliche Gegenwart die Voraussetzung dafür, dass es Sinn gibt. Sinne verwandelt sich zu Sinn. Denn Hand in Hand ist nicht Auge in Auge. Sie können jemandem die Hand geben und durch das Land gehen. Das ist eine sehr, sehr vergnügliche Angelegenheit. Aber Sie können eben die Augen nicht mit jemandem teilen. Nun, was ist der Sinn, meine Damen und Herren? Der Sinn ist ganz einfach. Sie können hier sein, aber gleichzeitig können Sie space out. I do love this term. I space out. You're here, but all your senses are so wake up. Like you start to dream, you know, you go, oh, ich habe Ihnen vielleicht etwas gesagt. Und es löst etwas aus, auslösendes Moment. Und Sie produzieren Bilder oder eine kleine Reise, weil die Sinne es Ihnen ermöglichen, mit dem Sinn unterwegs zu sein. Das heißt also, dass das auslösende Moment der Fotografie ein Zeichen ist, das zwar festgehalten ist und an den Augenblick erinnert, aber gleichzeitig die Verführung in sich birgt, sogenannte Sinnesreisen auszulösen. Und das ist der Grund, warum man darüber spricht. Man spricht darüber, um sich zu vergewissern, welchen Eindruck man vom Ausdruck hat. Wunderbares Beispiel. Was ist ein Bild?
dass das kein Wort ist. Also können wir mal schon sagen, dass alles, was meinen Eindruck in einen Abdruck verwandelt, bildhaften Charakter hat. Jetzt ist die Frage natürlich die, ob Sie dasselbe sehen wie ich. Und inwieweit die Verführungsqualität dessen, was ein Bild ist, Sie dazu bringt, Reisen zu unternehmen, die vielleicht nicht die gleichen sind wie die meinen. Also ist man vor einem Bild immer schon sehr angetan, herauszufinden, wer was hinter oder unter dem Bild sieht. Passen Sie auf. Wir haben also einen Eindruck. Und wenn wir nun mal theoretisch ganz lupenrein denken möchten, dann hieße das, dass der Eindruck auch schon ein Bild ist. Darum sind Sie ja Fotograf. Sie haben einen Eindruck und Sie sind so beeindruckt, dass Sie verführt sind, diesem Eindruck einen Ausdruck zu geben. Jetzt ist die schönste Frage natürlich immer die, was spielt sich dazwischen ab? Das eine ist, was Cartier-Bresson sehr schön beschrieben hat, le déclic, das auslösende Moment, das Sie dazu verführt, zu meinen, dass der Augenblick, der vor Ihnen sich abspielt, auch ganz wesentlich zu einem Ausdruck führen soll. Eindruck, Ausdruck, Abdruck. Ich werde im dritten Teil anhand meiner eigenen fotografischen Skizzen darauf zurückkommen. Das erste Theorem, das zur Fotografie gestellt sein soll, ist, es gibt ein Da und die Fotografie macht etwas damit, bringt etwas dazu, spielt dadurch, dafür und dagegen, ist daneben, darunter, darüber oder drinnen und draußen, denn davon geht das Bild aus und darauf kommt das Bild zurück. Die Quintessenz dieser Hardcore-Einleitung ist, sie so frei wie möglich zu machen von Anhänglichkeiten an das eine und ausschließliche. Weil das Medium mit der Wahrheit gar nichts zu tun hat. Der Wahrheit, wie Georgias mal gesagt hat, das muss ein Lügner gewesen sein, der das erfunden hat. Das ist ein sehr schönes Paradox. Weil ein Bild in sich birgt, das davor und das danach und ein Pendeln ist zwischen Eindruck und Ausdruck. Und Sie wissen es ja selbst. Wenn Sie ein Bild machen, werden Sie doch, wenn Sie das Bild sehen, feststellen, dass es Nuancen oder überraschende, abenteuerliche Differenzen gibt, die Sie, als Sie den Eindruck als Bild haben, nicht wahrgenommen haben. Umgekehrt kann es ja auch sein, dass der Ausdruck, und das war ja immer die Hoffnung der Fotografie, dass sie so sehr dazu verführt, darüber zu reflektieren, was ein Eindruck ist, dass durch den Ausdruck der Eindruck beeinflusst wird und damit die Lust, den sogenannten Augenblick anders wahrzunehmen. Das Interessante am Ausdruck ist also, dass er nicht einer gänzlichen Übereinstimmung von Eindruck Ausdruck entsprechen kann, sondern dass das Spannende daran ist, dass der Eindruck und der Ausdruck sich immer in einer unauflösbaren Stimmung,
in diesem Augenblick zu finden suchen und quasi die Begegnung mit dem einen und dem anderen Aufschluss darüber gibt, wie das andere zum einen steht. Also, es ist ein ständiges Ping-Pong, das uns dazu verführt, diese fortgesetzte Verführung des Augenblicks aufrecht zu erhalten. Sinnigerweise lässt sich ja die Verführung, um die Nietzsche sprechen, alle lustigen Ewigkeit, nicht ununterbrochen aufrechterhalten. Das heißt, in jedem Moment, wo es um das Machen geht, müssen wir uns bewusst sein, dass das Motiv und die Motivation uns meist zunächst dazu verführen zu träumen, alles wäre möglich. Und es ist eben der Augenblick, der genau dieser vollkommenen Kontingenz oder Beliebigkeit widerspricht. Und damit ist immer die Frage, wie ich als Künstler oder Fotograf in diesen Pendelbewegungen zwischen dem einen und anderen herausfinden kann, welches die Möglichkeiten und welches die Bedingungen sind, die dazu führen, dass der Augenblick ein Bild wird. Es ist unglaublich interessant zu sehen, dass alle Bilder und alles, was wir herstellen, zunächst auf der einfachsten Ebene des Reizes sinnlich, falls es uns interessiert, sagen, Achtung, Aufmerksamkeit. Schau mal her, ich bin das Bild. Dieses Bild ist eine Gegenwart. Es muss da sein. Es hat eine bestimmte Intention. Jetzt sehen Sie schon, dass wir von der sinnlichen Qualität zum Sinn. Dieses Kippmoment ist, meine ich, in der Fotografie idealtypisch einfach. Der sinnliche Impact, die Verführung, der Beliebigkeit verführt zu sein, sämtliche Reisen zu unternehmen und diese unglaubliche Genauigkeit des Beharrens auf einer Gegenwart, die sagt, das ist das Bild und das ist gemeint und das zeige ich und hier bin ich. Und diese Arbeit leistet ja der Betrachter und die Betrachterin, indem sie versucht, der Intention auf die Spur zu kommen, eine Interpretation zu versuchen, die auf der Intensität des Bildausdrucks beruht und diesen zu integrieren. Integrieren heißt, wir brauchen eine gewisse Ordnung, ob das ein intellektuelles Referenzsystem ist, ob das eine Stadt ist. Sie wissen, das Erste, was wir lernen, ist uns zu orientieren. Auf jedem Busticket steht ja, woher Sie kommen und allenfalls, wohin Sie gehen. Das heißt, woher, wohin? Dieses Pendeln ist, wohin bringe ich jetzt meinen Eindruck? Und der Eindruck ist einerseits prospektiv, weil er zum Punkt verführt, andererseits retrospektiv. Das heißt, Sie vergleichen Ihren Eindruck mit jenen Eindrücken und Ausdrücken, die Sie bislang schon gesehen haben. Ich meine also, dass es sehr wichtig ist, sich von der sogenannten Materialität der Fotografie, interessant sie auch war in den 90er Jahren, mal ein Stück weit zu emanzipieren und über die Gegenwart des Bildes unter kontextuellen Bedingungen nachzudenken. Denn Sie wissen, die Simultaneität und Ubiquität der Bilder ist heute gegeben. Damit ist die Frage eine Frage des Algorithmus. In welchem Augenblick erscheint welches Bild wo?
In welchem Augenblick macht welches Bild Eindruck? In welchem Augenblick übersehe ich ein Bild, weil ich abgelenkt bin? Wie kann ich auf die Bedingungen, mich auf den Augenblick des Bildes einzulassen, einigen? Man könnte an dieser Stelle jetzt eine ganze Reihe von Fragen aufwerfen, die wir dann vielleicht nachher miteinander diskutieren. Sie sind kein Ring. Ça va? Das hat mich alles dazu verführt, ein Werk über... Ach, das ist schon gestellt. I'm so sorry, darling. Oh, the old fella. Alle diese Fragen, die mich immer mit einer großen Lust und Verführung begleitet haben, haben mich ja vor 10 Jahren dazu verführt, ein Grundlagenwerk zu erstellen über Gestalt. Und der Traum des Werks war, nie über den Dingen zu stehen, sondern das Ganze so anzulegen, dass der, der schreibt und die, die mit mir arbeiten, sich in jedem Augenblick bewusst sind, dass sie, falls sie Gestalter sind, in der gleichen Falle sitzen, wie die, die gestalten. Das heißt, sich nicht auszunehmen von der Problematik, die ich vorhin verführt versucht habe zu skizzieren. Also immer zu sagen, was versuchen wir denn jetzt über Gestaltung zu sagen? Worum geht es, in welchem Augenblick, wenn wir Künstler und Gestalterinnen sind? Das ist zunächst sehr einfach. Alle Erkenntnisse, wenn man sie aber gewonnen hat, sind sehr einfach. Sehen Sie, meine Damen und Herren, es ging eben nicht um den Gegenstand. Es ging nicht darum, ob Sie Kunst machen oder Fotografie oder Grafik oder Typografie oder Architektur, weil als Gestalter oder Künstler gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen, die zunächst einmal immer identisch sind. Sie werden dann spezifisch, wenn es um Handanlegen geht. Ein Bild oder ein Stein im architektonischen Sinne ist nicht dasselbe und diktiert dann bestimmte, sehr spezifische Anwendungsmodalitäten. Aber zunächst einmal, wenn man sich emanzipiert von dieser ganz verfänglichen Meinung zu wissen, was die Dinge sind, was wir ja erst recht wissen, weil wir sie ja herstellen, wir als Künstler und Gestalterinnen, wenn wir ja nur einen Augenblick zufrieden wären mit dem, was es gibt, würden wir ja gar nichts tun. Also ist das, was es gibt, für uns ein Ärgernis, eine Enttäuschung. Es ist traurig, man regt sich auf, man hat es nicht gern, man findet es schlecht. Das würde man gar nicht auf den Gedanken kommen, etwas anderes zu machen. Ne? Ich hasse diese Stühle, also was werde ich machen? Ich werde sagen, ich will einen anderen. Und ich will einen anderen, ist der Anfang eines Projektes. Motivation, Motiv. Dieses Grundlagenwerk geht also davon aus, dass der Standpunkt, das zentrale Motiv der Gestaltung ist. Beispiel: Selbstverständlich, wenn Sie Ihrem Schatz sagen, gib mir eine CD, werden Sie wahrscheinlich nicht darüber philosophieren, was eine Zigarette ist. Weil Sie ja so dankbar sind, dass der pragmatische Kontext sämtliche Ungenauigkeiten und Verführungen aus der Welt schafft. Ich muss Ihnen aber sagen, es ist sehr schwierig geworden zu machen. Man könnte sich darüber sehr ärgern. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, das diesem Ärgernis sehr schön entgegenkommt. Wenn ich davon ausgehe, dass der Standpunkt das Wesentliche an der Gestaltung ist, dann kann ich mir überlegen, wie werden Zigaretten gemacht. Analog, wie entsteht ein Bild? Wie entsteht ein Haus?
Welches sind die Prozesse, die daran beteiligt sind? Ich kann feststellen, dass das ein System ist, wenn ich es unter dem systemischen Standpunkt auch betrachte, das Elemente hat, die miteinander kombiniert werden und als unvollständiges, aber geschlossenes System hier in einem Zusammenhang enthalten sind. Was man von der Fotografie zum Design ein Deklik und ein Druck nennen kann. Es ist ein Minimalsystem, unglaublich ingeniös, ne? Jemand muss das erfinden, stellt sich mal vor. Das ist ja unglaublich. Ich kann also alles, was ich vor den Augen habe, mir unter dem Gesichtspunkt von Prozessen, Strukturen und Systemen, und selbstverständlich, meine Damen und Herren, das ist ja voller Zeichen und Bilder, die Bilder schauen wir lieber nicht an. Ich kann das unter dem Gesicht von Zeichen und Situationen untersuchen und unter dem Gesichtspunkt von Identität und Differenz. Und ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist, wenn ich Ihnen als Alter sage, glauben Sie auch nicht länger mehr an die Idee. Denn die Idee ist nichts anderes als eine Differenzbehauptung. Wenn Sie sagen, oha, dann haben Sie einen Eindruck, ob der Eindruck nach innen gerichtet oder nach außen gerichtet ist, woher auch komme. Es ist eine Figur, die sich von einem Grund unterscheidet. Und damit ist eine Idee nicht eine Sache, die als solche einen Wahrheitsanspruch oder sonst ähnliche Gehaltsansprüche haben kann, sondern das Witzige an der Idee ist, dass sie eine Differenzbehauptung ist. Ich komme zurück auf den Stuhl. Ich bin mit dem nicht einverstanden, ich liebe ihn nicht, ich finde ihn hässlich. Können jetzt sehr viele Argumente ins Feld führen und das wird mich dazu bringen, ein paar schlaflose Nächte zu haben und dann zu denken, der Schuh muss ja ganz anders sein. Und diese Differenzbehauptung ist die Motiv, das Motiv und die Motivation, ein Künstler zu sein. Ich zeige Ihnen ein kleines Lustspiel. Zeus Album. Ich zeige Ihnen die Vorarbeit und ein kleines romanisches Teil zu meinen Büchern. Wollen Sie? Los! Ja. Ich mache ein rechtes Haus. Was meinst du? Jetzt muss ich sagen, Darling. Otherwise it's not funny. I do love that. Oh, I can do it by myself. So, other side. Oh, she does love it. She can put them seven minutes. Oh, oh. Ah, voilà. On y va. C'est parti. Just hold me tight and tell me you'll miss me.
zusammengearbeitet habe, die dieses Werk auch gemacht haben, mit mir zusammen. Und damit der Dialog, eben das dazwischen, zwischen Eindruck und Ausdruck und der Vergewisserung zu entstehen dieser Bücher gehört hat. Ich hatte das Glück, ich weiß, es könnte vielleicht ein bisschen eitel sein, aber es ist ja auch ein, so ein Heft, die Hochschule, der 10 Seiten über diese Geschichte erzählt. Ich habe Ihnen eines mitgebracht. Nun wissen Sie ja, dass die Vorläufigkeit und Unvollständigkeit der Grund ist, warum man aufsteht und wieder ein Bild macht. Denn ich meine, wenn man das gut fängt, was man gestern gemacht hat, ja, so kommt man dann hin. Es ist ja so, dass diese Unzufriedenheit und dieses Ärgernis und diese Enttäuschung, dass der Eindruck, den man vom Ausdruck hat, nicht jede Stimme überlebt, auch für das eigene Werk gilt. Ich zeige Ihnen nun anhand eines Magazins, von dem es nun einen Prototyp gibt. Und ich wollte das jetzt nicht machen. Ich wollte es nicht anfassen. Würden Sie mal bitte da auf die erste Seite gehen? Okay. Ja, wir gehen zu da oben. So. Ich habe beschlossen, ein internationales Magazin online zu gründen. Das gibt es Deutsch und Französisch. Ich habe eine Muttersprache und eine Vatersprache, was eben schon dieses Dazwischen und dieses Ping-Pong günstig. Ich habe die Bücher also auf Französisch und auf Deutsch geschrieben. Es ist nicht dasselbe, weil die Mentalität der Sprache ja nicht die gleiche ist. Ich kann nicht das Gleiche über Bilder sagen zu Leuten, die eine andere Sprache haben. Das ist ja vollkommen ungenau. Und nun war ich also verführt, ein internationales Magazin ins Leben zu rufen, das Tatwerk heißt. Vielleicht haben Sie Lust, da auch mal was mitzumachen, über die Zukunft der Fotografie beispielsweise nachzudenken. Und dieses Magazin ist auf Deutsch und Französisch. Auf Deutsch heißt es Da und Durch. Es gibt verschiedene Rubriken. Es gibt ein Design Daily. Da erzähle ich über Design und über Fotografie und über Medien. Es gibt eine Rubrik My Hotel is My Castle. Und es gibt, da können Sie sich vielleicht dann einloggen. Würden Sie zu Grundlagen der Gestaltung gehen? I'm so sorry, darling. We have to make it like this. So, click here or here. Okay. Go down. So. Ich hatte dann Lust, die zwei Filme zu drehen. Einer ist in einer Kiesgrube und das ist der Professor Düsentrieb, der die Bücher erklärt. Und wir könnten jetzt hier vielleicht mal den Band 1 anklicken. Ja. Juppie! PDF, Schlag. Also hier stellt man Ihnen
zum Einlesen, und wir können nachher lesen. Genau. Wir können jetzt sehen, wie diese Bücher gebaut sind. Gehen Sie mal weiter, gehen wir weiter, das ist die Anleitung. Weiter, weiter, schneller. So. Jedes Kapitel beginnt mit einer Einladung, eine Art Liebesbrief, wo man erfährt, ob es sich lohnt, dieses Kapitel überhaupt zu lesen oder nicht. Denn die Bücher sind zirkulär konstruiert. Sie können sie öffnen, wo Sie wollen. Es gibt eine innere Navigation, wo Sie in Ihren Gedankengängen abgeholt werden. Dann können Sie von der Seite 322 zu Seite 88 und hin und her. Das ist alles so komponiert. Bitte weiter. Dann geht es ein bisschen, das war jetzt ein bisschen schwitzig, sehr. Wir hatten dann die Gelegenheit, ganzseitige Bilder. Es gibt bildfüllende Seiten, die die Kapitel unterscheiden. Und es gibt Liebe. Ich bin verliebt in Diagramme. Also es ist einfach so, dass der Band 2, zum Beispiel Strukturen und Systeme, das wurde getestet mit Studis in einem Projekt über Strukturen und Systeme in Lausanne. Und Leute, die intuitiv sind und so eine topografische Wahrnehmung haben, denn das ein Diagramm ist ja ein Augenblick, es ist eine Nahaufnahme, dass diese Diagramme durch das Buch gehen, sich erweitern und damit auf den Punkt bringen, was der Text erklärt. Es ist ja so, dass man manchmal Lust hat, eine Anekdote oder ein Beispiel zu hören. Es gibt hier Beispiele, die Sie aber auch überspringen können. Was meinst du? Ja, weißt du, du musst jetzt mit deinem Ausdrucksrauschen schon was sagen. Weißt du, das ist jetzt nicht was? Weil, aha! Ja, aber wir können ja nur dann noch, wir können noch nicht aufhören, es geht nur dann noch, ist es langweilig. Es geht um die Anatomie der Bücher. Mach ich schlach? Es ist eine Einladung, mach mal Aufführung Wort. Hier kann man PDFs abladen zum Einlesen. Es gibt eine Erzählstimme, die vollkommen durchkomponiert ist. Kein einziger Begriff ist vorausgesetzt. Es wird kein einziges Fremdwort verwendet, noch irgendein Begriff verwendet, außer es wird gesagt, ihr könntet ja vielleicht dieses Wort dazu, weil wir stehen ja nicht über der Sache. Und so gibt es ein vollkommen kohärentes, steht wie in der Küche, Vokabular, wir können ein bisschen weitermachen, wir kommen auf die Bilder. Erstes Kapitel, Auszug des ersten Kapitels. Da, wenn Sie Lust haben, ich wollte Sie gar nicht belästigen mit diesen Büchern zeigen, das ist ja absolut langweilig, können wir auf die Uhrseite gehen. Okay. Es gibt auch Fragen, man kann Fragen stellen und es wird eine Rubrik geben, die Ping-Pong heißt. Dazu gibt es jetzt ein paar, da gibt es jetzt schon ein Prototyp mit Jörg Bonau. Und ich habe inzwischen Thomas Hirschhorn und verschiedenste Künstler, Fotografen, Architekten eingeladen, mit denen ich einen gemeinsamen Dialog über ihre Projekte und Werke führe. Und das wird dann, hier gibt es keine Bilder, aber es gibt im Französischen schon viele Bilder, sind Prototypen. Das Ziel ist, dass es in einem Jahr ein Referenzobjekt ist und man hier Dinge liest, die man sonst nirgends liest. Weil es um essentielle Grundfragen geht, was denken wir über Fotografie, was denken wir denn über Architektur, wohin geht die Grafik, und ich habe gerade mit Jonas zu Mittag gegessen, wohin geht denn die Schweizer Grafik. Es werden also hier Dialoge und Ping-Pongs versammelt sein mit Künstlern und Gestalterinnen, die ich wohl mit. Reicht das? Ist es transparent? Oder ist es doof? Dann ist es fassbar, was ich da erzählt habe. Sonst gehen Sie doch einfach hier hin, ne, und schauen Sie sich das an. Und dann können Sie sich ein Bild machen. Das reicht in Theorie, gell? Gut.
Dann machen wir diese Werkstatt. Ist gut. Fabiano? Ja. Wir können ja eine kleine Fahrerrunde machen dazwischen. Hat jemand Lust, eine Frage zu stellen? Ist jemand verführt, einen guten Wahlkampf zu machen? Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt Folgendes. Als ich meinen letzten Roman schrieb, das war in Biarritz, fuhr ich nach Sebastian und dann sah ich eine Fassadenreihe, die mich zutiefst beeindruckte. Und ich hatte in jedem Augenblick keine Zeit, mich mit diesem umwerfenden Eindruck zu befassen. Und es kam auf mich zurück an diesen Ort, 15 Jahre später, und wir schauen uns das an. Thank you.
Ich gehe also durch die Straßen und bin beeindruckt, eben nicht von der Architektur, sondern von dem, was das Interessanteste ist, nämlich wie kommt denn dieses Teil zu diesem Teil? Ich staune, weil ich das Unreine in der Begegnung des Augenblicks faszinierend finde. Wie trifft denn das eine auf das andere? Als ich in San Sebastian war, war das so eindrücklich, weil ich dachte, alles, was ich da denke, in diesem Zürich und alles, was ich da über in Gegenstände Eindrücke denke, ist ja vollkommen absurd, wenn ich nicht an die Beziehung denke. Wenn ich also zurückkomme auf meinen Einleitungsvertrag, es gibt, dann bin ich ein Zeitgenosse, der durch die Straßen geht und überwältigt ist von Eindrücken des Aufeinandertreffens. Und was mir so unglaublich daran gefällt, ist das fehlende Argument. Das heißt, warum respektieren bestimmte Menschen bestimmte Regeln? Und Sie geben mir jetzt mal zu, dass hier in diesem Ostdorf eine Geschlossenheit von Eindruck entsteht als Kontext, wo die einzelnen Stilrichtungen oder Epochen vollkommen hinfällig werden. Weil ja, wie wenn Sie zu Hause sind, eine Pfeffermühle aus Erbgut Ihrer Großmutter neben irgendetwas anderem stehen kann und das Ganze passt unheimlich gut zusammen. Das heißt, die Isolierung des Gegenstandes, genauso wie die Isolierung des Bildes, ist ein Rückschluss als Künstler, weil es uns immer am Herzen liegt, irgendwelche Formen von Beziehungshaftigkeit herauszufinden. Beispielsweise die elementarste Beziehung zwischen meinem Eindruck und meinem Ausdruck. Und selbstverständlich sind Eindruck und Ausdruck selten vollkommen kongruent. Sondern das Lustige daran ist, dass es zwar Übereinstimmung, aber vollkommenes Auseinanderfallen geben kann. Und diese Scharnierstelle ist das Hochbrisante an jeder künstlerischen Auseinandersetzung. Insofern auch hier, weil das ja eine sogenannte vollendete Realität ist. Es ist ja Architektur. Und ich war beeindruckt und dachte, das ist ja schön, die bauen. Ich gebe jetzt zu, dass ich verführt bin, die bauen. Ich liebe die Zukunft, ich finde es toll, wie gebaut wird. Einfach mal losgehauen, auf den Putz gehauen. Weil Sie sehen, aus dem Gesamt und der Komplexität entsteht ja etwas ganz anderes als aus dem Isolieren. Und faszinierend ist es, dass es eben ästhetische Grundlagen gibt, wie Proportionen, wie Empfindungen für Anschlüsse, die hier ohne, dass sie je schriftlich oder durch irgendwelche kanonischen Regeln aufgezeichnet worden wären, unter der Hand eingehalten werden. Ich zeige Ihnen ein zweites Beispiel. Sequoia, ich sehe die Fälle. Es ist ja so interessant, dass niemand erklären kann, wie jemand auf den Gedanken gekommen ist, ein Gewebe herzustellen. Wer hat denn das Gewebe davon? Keine Ahnung. Maurische Architektur. Wer kam auf den Gedanken, solche Balkonanbauten herzustellen, die Sie im ganzen Nahostgebiet, in Malta und in der französischen Architektur wiederfinden? Wie stellen Menschen solche Anschlüsse her? Und sind sie bedacht auf
welche Harmonien oder auf Störungen. Überlegen Sie sich das oder ist es in dem Entstehen quasi immanent ständig eingeschrieben? Das ist diese Gleichzeitigkeit von Suche, von Übereinstimmung oder Auseinanderklaffen. Gibt. Was mich nun dazu verführt, was ein bisschen vermessen ist. Als Künstler interessiert mich eben die Frage von Gut und eigener Haupt nicht, sondern ich postuliere, bevor überhaupt etwas anfängt, die Beziehung. Ich postuliere also auch, dass ja am Anfang nicht das Wort war, sondern nur der Atem oder das Rauschen oder etymologisch ja sinnigerweise sehr nahe beim Rauchen. Ich gehe also davon aus, dass der erste Bricola ein Raucher war. Und der traf ja schon auf etwas und das hieß Dokumum. Das heißt, es ist ein Durcheinander. Wenn ich diesen Satz von Inan Medinas ernst nehme als Künstler, kann ich sagen, das ist ja toll. Es gibt und ich bringe etwas dazu und ich mache etwas damit. Ist eben schon poetisch in der ersten Präsentation vorzuführen versucht habe. Ich bitte Sie, sich das anzusehen. Ich bin verliebt in das, was kommt. Schauen Sie sich das an. Das ist in Zürich undenkbar. Man lässt die alte Struktur als Grund und braucht etwas Zeitgenössisches drauf. Weil man das sogenannte Alte zwar lassen, aber nicht belassen will, sondern man verwandelt es und bringt etwas Neues hinzu. Faszinierend. Wir sind die Vermittler von Eindruck und Ausdruck. Die Fotografie ist ein Produkt dieser Verführung mit Eindruck und Ausdruck zu spielen. Ich bin ein Produkt der Verführung, weil ich durch die Straßen gehe und mich verführen lasse, diese Aufnahme zu machen, weil ich sie dann nächtens in großer Ruhe durchschauen kann. Ich nenne das ja Homeporno. Was mich aber unglaublich darüber aufklärt, wie ungenau meine Eindrücke sein können oder dass ich bestimmte Aufnahmen besser noch einmal machen müsste, weil sie nicht das zeigen, was ich mir erhofft habe. Und diese Spannung, die ist in der Fotografie prototypisch eingefangen als eine Gleichzeitigkeit von Aufeinandertreffen, Begegnen oder Auseinandertreffen. Und weil ich dann an diesem Vortrag da gearbeitet habe, am Wehr, habe ich zum Abschluss noch eine kleine Bildserie versucht. Das soll mnemotechnisch genau zeigen, so einfallsreich,
wie gesagt, das Raumverbot Raum ist, weil alle Vorbauten, diese Provisorien, eben aus Plastik, Greifverschlüssen, Velcro, Schrauben und so weiter, diese Gesetze umgehen sollen, was innen und außen ist. Und weil es ja so kalt ist, diese fürstliche Frankreich, also seelisch und temperaturmäßig, da ist man natürlich unglaublich fröhlich, dass all diese Restaurateure so Zwischenbereiche installieren, wo man essen kann und selbstverständlich ausgiebigst rauchen kann. Ja, meine Damen und Herren, ich beende das. Wollen wir diskutieren? Wollen wir was Lustiges besprechen? Wollen wir schon mal Licht machen? Ja, ich muss mich also wieder mit dem Fuß sitzen lassen, ja. Nee, wir können jetzt rauchen. Sonst breche ich die Tränen. Ich habe eine Frage. Ja. Weil wir sind aktuell sehr beschäftigt mit dieser Art von Ordnung im Bereich Fotografie, Produktion versus Kontext versus, versus das falsche Wort. Das heißt, diese alte Geschichte von Form und Inhalt, respektive, was ist das Thema und was ist der Prozess und was ist der Kontext und was ist die Leistung und wo sind die Entscheidungen und was ist genügend und was ist ungenügend. Das heißt, wir haben ein Modul gemacht mit Jörg, das zum einen eine Art Wortfindungsprozess beschreibt, das heißt, man macht ja auch Recherche oder schreibt Texte im Bereich eben der praktischen Arbeit, die man auf der anderen Seite im Praxismodul macht. Das sollte eigentlich gegenseitig zeitgleich und momentan eigentlich ernähren. Das führt aber eigentlich zu einer noch größeren Überlegungsbereitschaft über das, was man tut, weil der Reflexionsprozess quasi überall gleichzeitig ansetzt. Und in deinem Diagramm ist das Thema des Inhalts oder des Subjekts oder Objekts oder Sujets oder des auch der, sage ich mal, eine Art Soziologie oder Kultur, die abgebildet wird. Diese inhaltliche Schiene der Psychologie, was es auch alles gibt, die ist nicht aufgezeichnet. Das ist sehr spannend eigentlich. Aber kannst du was dazu sagen? Also wie du das Physiologische über das Philosophische an die Gestaltung herangehst und was der Aspekt von Welt und Inhalt dazu macht. Also ich sage zuerst etwas Hochdemokratisches und dann etwas viel Grundsätzliches. Ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, die Augenblicke zu vervielfachen. Schuhschachteln zu haben und zu wissen, man ist nicht einer, sondern man trägt Hüte oder Schuhe. Das heißt, man ist ein Reflexions-Ich oder ein anderes Ich. Denn, das habe ich irgendwie vergessen zu sagen, sehen Sie, als wir über die Medien nachgedacht haben, Fotografie und alle die Ausstellungen, die Martin Heller gemacht hat, was waren denn eigentlich die Voraussetzungen? Die Voraussetzung war, dass das Ego eine unausschöpfliche, nie ermüdende Instanz ist, die irgendwelche Dinge produziert. Die andere Voraussetzung war, Bildarchive und Bildproduktion können ständig durch Innovation erweitert werden. Ich habe sehr große Zweifel über beide Voraussetzungen. Ich glaube schon mal gar nicht, dass das Ego so eine unglaublich reiche Instanz ist, die sich irgendwie von selbst und autopoietisch ständig ernährt und Geniestreiche herstellt, sondern ich bin auch hier anti-ontologisch und anti-metaphysisch und sage, ich bin sowieso mehrere. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich war heute Nachmittag zum Mittagessen und dann gehe ich in mein Hotel und dann ziehe ich, wie Sie gesehen haben, meinen Anzug an.
Da komme ich hierher und da bin ich in Gottes Namen nicht derselbe wie am Mittagessen. Merken Sie sich doch mal, einmal waren Sie ein Kind und Sie hatten Eltern. Okay? Dann sind Sie plötzlich ein Geliebter. Dann sind Sie plötzlich ein Ehemann. Ja, dann sind Sie immer, immer noch der Bruder und die Schwester und zu Ihrem Vater. Sie verlieren ja alle diese Beziehungsformen nicht, sondern es kommen ja immer neue hinzu. Wenn ich das Ego also preisgebe zugunsten der Beziehung und sage, es ist ja nur lustig, wenn ich herausfinde, in welcher Beziehung ich zu dem stehe, was ich mache, dann gibt es zunächst, und jetzt wird es sehr theoretisch, absolut klar, das Wort über Dinge ist avant le coup et après le coup, mais jamais dans le coup. Das ist wie beim Kochen. Es gibt ein Rezeptbuch, Gott sei Dank gibt es das, kann man sehr schön gestalten, das ist ein poetischer Akt, Kochbücher herzustellen, aber das Kochen an sich ist dans le coup und das Essen ist après le coup et le commentaire c'est après le coup. Und die ganze Problematik ist, dass dans le coup eben eine Beziehung ist, die nicht vollständig kontrollierbar ist. Man kann vorher unglaublich viel schwatzen und nachher unglaublich viel schwatzen. Dans le coup ist dann etwas passiert. Also ist hier die Frage, was man schwatzt. Ich komme auf die Schuhschachtel. Es wäre doch absolut interessant zu sagen, die Reflexion ist nicht ein Nebenbei, sondern ein Hauptprodukt. Schuhschachtel 1. Es ist also nicht ein Manöver. Und ich kenne ja Studierende, das ist ja sehr einfach. Sie suchen einen Thema oder Sie kaufen dann ein Thema und dann spazieren Sie drei Monate herum und machen Psychologie. Psychologie sollte man überhaupt nie benutzen, wenn man Kunst macht. Das bringt einen auf keinen Gründen zu einem. Das machen nur alle, die kompliziert, die undurchschaubar. Und dann findet man sich plötzlich so intelligent. Fürchterlich. Nee, die Sache ist doch, Sie sind Studierende. Sie können machen, was Sie wollen. Alles, was man lernt, lernt autodidaktisch. Was hier an der Schule passiert, ist mehr oder weniger wurscht. Hauptsache, Sie kommen hierher und machen tolle Sachen. Hingegen ist es natürlich einerseits die Gewalt der Rede und deren Missbrauch. Zu meinen, man könnte drei Monate lang irgendetwas schwatzen, weil man keine Lust hat, eine Entscheidung zu treffen. So einfach ist es doch. Ne? Man schwatzt also vom Morgen bis abends, um zu zeigen, wie intelligent und interessant man ist. Und dann muss man sich irgendwelche Bilder anschauen, die zum Einschlafen sind. Und dann erzählt man wieder irgendeinen Quatsch über die Bilder. Ich meine, das geht natürlich nicht. Das hat ja jeder schon geschafft. Le roi est nu. Comprenez? Arrêtez ce cirque. Le roi est nu. Das ist die mit der Architekturtheorie. Da schwatzen die 30 Jahre in Zürich, bevor die ein Haus bauen. Und da gibt es 50 Abstimmungen und alle dürfen ihre Gefühle mitteilen. Interessiert doch keinen Spaß. Hauptsache man warnt. Gute Sachen, viele Sachen. Man warnt, was schlecht, spielt doch keine Rolle. Nee, ich meine, die intellektuelle Redlichkeit ist eben anberaumt. Aber was mit dem Reden ist ja wirklich eine Frage, worüber geht denn die Rede, in welchem Augenblick? Und über Ideen kann man nicht reden. Sehen Sie, das ist die Anwendung meiner Theorie. Du hast einen Standpunkt und ich habe einen und wir können ihn nicht teilen. Was teilen wir uns mit? D'accord? Und es ist doch ganz einfach so, dass das Wir als physische Empfindung in einem Bett unbeschreibbar ist, weil es dans le coup ist. Wenn Sie aber am Morgen aufstehen, dann ist dieses Wir ja gar nicht mehr da. Also ist Kunst und alles, was wir da machen, der Zeitvertrieb sich mit diesem Wir im Imaginären, im Träumerischen, in der Erinnerung, in der Vorausschau zu beschäftigen. Das ist das zentrale Anliegen. Denn Design und Kunst hat nur mit dem Wir zu tun.
Wenn er den ersten Tag in eine Höhle kam, platsch, seine Hand auf die Wand einer Höhle geklatscht hat, was war denn das? Das war mein Handabdruck. Der hieß, ich komme später, ich liebe dich, verlass mich nicht, wenn das ist alles so easy. Und meistens ist das Reden vorher nur eine Abklärung über das Durcheinander, das man im Kopf hat. Dafür ist es wunderbar. Man schwatzt also, bis man so müde ist, dass eine Entscheidung getroffen werden kann. Nachher gibt es zwei Typen von Sprechen. Es ist sehr interessant, über mich zu reden. Unglaublich spannend, Interesse dazwischen zu sein. Und herauszufinden, welches das Potenzial der Verführung des Bildens ist, bestimmte Formen und Aspekte des Augenblicks einzufangen. Und der Diskurs kann nur durch die Differenz lustig sein. Ist doch ganz klar. Dann der Kontext. Also vom Kontext mag ich ja insofern sehr aus die ganze amerikanische Fotografie, alle, die sie besser kennen als ich. Ich mache sie nur darauf aufmerksam, das ist nämlich die gleiche Geschichte wie Isofron. Yes, es gab an der Büchner National Marie, es gab dort einen sehr schönen Katalog über die 70er Jahre Fotografie. Da war ein Direktor, der hat von morgens bis abends das Ministerium angelogen und hat gesagt, ich gehe Bilder kaufen, nach Amerika, weil die waren gar nicht interessiert an Fotografie. Und der ging also zu all diesen Leuten, wie sie kennen, in St. Etienne, sagt die Luther Bohm, ich nehme ein paar Fotos mit und hat die alle gekauft. Oh, das ist das Ministerium, und das wusste. Und jetzt haben wir plötzlich so eine riesige Sammlung. Ne? Und da kann man plötzlich sehen, was in Time Life war, ist plötzlich an der Wand. Das ist das gleiche wie die Fassaden. Verstehen Sie, also ich habe die Ausstellung vor drei Jahren gesehen, weil ich so fasziniert war, dass das so akademisch ausgestattet. Und das sieht ja alles plötzlich ganz anders aus. Und das Medienkatalog ist ja noch mal was anderes. Das heißt, die Frage ist auch, oh, das habe ich ja vergessen zu sagen. Mach ich zum Schluss. Der Witz ist nämlich, der ontologische Wahn und das Denken an das Sein und an die eine Sache verrät die Singularität an den Singular. Das ist der Unterschied zwischen Bild und Grammatik. Die Grammatik hat einen Singular und alle Deutschen glauben, es gibt den Stuhl und das Haus und das Bild. Darum ist die meiste deutsche Theorie unbrauchbar, weil es ontologisch interessiert ist und metaphysisch aufgeladen. Bei Ludwig Wittgenstein nachzuschauen. Sie gehen in das Haus, das Ludwig Wittgenstein gebaut hat, nach Wien. Und dann werden Sie sehen, der war so enttäuscht, dass es nicht das Haus war, dass er Philosoph wurde. Ein gelernter Philosoph zu geben, was nun mal zeigt, dass Reden und Tun verschiedene Dinge sein kann, die man noch bis und gerade bespielen kann. Warum soll ich nicht Philosoph sein? Das ist ja auch gehört. Das ist kein Problem. Aber der Witz ist, von welchem Bild rede ich? Rede ich von dem Bild, über das ich rede, oder rede ich vom Bild, das ich sehe? Also Bild in den Plural. Weißt du, um die Singularität des Bildes zu erkennen. Und wenn es um die Singularität geht, dann geht es um Erotik, meine Damen und Herren. Und ich finde, mit Erotik kann man nicht ungenau umgehen. Also, wisst ihr, mit Sexualität und Reden kann man ja relativ ungenau umgehen. Ich meine, es wäre so absolut verliebtes Leben, dass sie aber erotische Momente, Güter, Leute anfassen oder in die Augen schauen oder so. Wenn das ungenau ist, dann läuft ja alles aus dem Ruder. Und das ist die Singularität des Bildes und die Singularität des Augenblicks. Und wie sie sich da herantasten, ob sie schmatzen oder schweigen oder heulen oder schwingen oder wandern, oder das ist ja alles wurscht. Hauptsache, sie machen es. Und was mich sehr fasziniert, weil ich wollte das in Lausanne noch herausfinden, mal mit Fotografen, ist, warum ist denn die sogenannte theoretische Arbeit nicht auch ein fotografisch? Denn es sind ja nicht dieselben Bilder. Ne? Die Bilder der Reflexion auf der Suche sind ja nicht dieselben, die man dann am Schluss sagt, und das ist es, beispielsweise. Oder umgekehrt, im Nachhinein kann man sagen, ja, bin ich froh, sehe ich das Bild? Da könnten wir vielleicht wirklich von den Naturwissenschaften so viel lernen. Ne?
Also man könnte, ja, also meine Dashmantelin ist jetzt, weiß gar nicht so lustig. Und ich habe die Brasilien schon ein schöner gesetzt, auch einfach zugegeben. Oder wissenschaftliche Forschung zu sagen, ich habe 3 Jahre versucht, da etwas zu machen. Könnte ich jetzt über meine Bücher ein bisschen heroisch sagen, ich habe 3-mal alles weggeschmissen, weil ich es zum Gegenlesen an jungen Menschen war. Und dann sagen die so bestimmte Dinge, so, ich habe meine Güte, das geht ja gar nicht so. Aber könnte ja auch kommen sagen, gut, dann, ich präsentiere meine schlechtesten Bilder, aber ich bin sehr verrückt zu sehen, dass ich es nie mehr so machen möchte. Toll, so mies, dass ich dann aber so eine künstlerische Art bin. Außer zu sagen, ja, ich habe das probiert, das kennen Sie ja. Wir gehen doch jetzt was trinken. Oder? Na, möchten Sie, ich möchte schon noch, möchten Sie nicht was sagen? Einen Eindruck wiedergeben? Oder mich anpissen oder etwas Böses sagen. Ich meine, das könnte ja auch sein. Madame, war es Unterhalt? Ja, Sie wissen, dass der Begriff Unterhalt, Entretenir, ich bitte Sie, ja, die Grundform des Erotischen, ich unterhalte, halte eine Beziehung. Ich mache eine Aufnahme. Meine Aufgabe ist eine Aufnahme zu machen. Monsieur, Sie hatten ja einen leuchtenden Augenblick, wenn ich das so indiskret haben darf. Ja. Danke schön. Bitte, monsieur. Hat es Klick gemacht. Le Déclic! Damit mit der Brille, die ich jetzt gerade verstecken wollte. Sie können mir auch einen Ratschlag mit auf den Weg geben. Strecken Sie die auf, ich bin traumatisiert. Man redet. Okay. Wieso genau wollten Sie nicht über den, über der Sache stehen? Wenn der Sie dieses Buch und dieses Projekt gemacht hat. Oder wieso? Ja, wieso wollte ich die für die Sache stehen, sondern genau mit dabei zu sein und jeder sollte das verstehen, was Sie gemacht haben und kein fremdes Wort benutzen. Also das war, weil ich so, das ist dasselbe mit dem Schuh. Ich war über so viele Sachen enttäuscht und dann war ja das Privileg, dass ich sehr lange und noch weiterhin das Glück habe, mit so begabten jungen Leuten wie Sie zusammenzuarbeiten. Aber das Verrückte ist, dass es das ganze Schreiben verändert. Verstehen Sie? Wenn Sie sagen, ich nehme das Beispiel dieses Buches, ja, womit soll ich beginnen? Das ist die erste Frage, die man stellt bei einem Prozess. Also beginnt das Buch so. Ja, es ist ein bisschen einfach so zu beginnen, aber und so weiter. Das heißt, es ist immer an der Entwicklung, also den Faden Durchsicht zu zeigen, der uns verführt, einen Gedanken zu machen. Einen Gedanken oder Beobachtungsgang zu machen. Und vor allem, es sind ja ganz viele Beobachtungen, die Bilder dienen auch der Beobachtung, da haben wir so viele hergestellt. Es geht darum, den Augenblick der Beobachtung und das, was zur kommt, nämlich der Kommentar oder die Frage oder was dahinter steckt oder was weiterführt, also Abrufung, dass das nachvollziehbar wird. Und zwar auch physisch. Ist das hinreichend beantwortet? Ja, ich denke schon, ich bin vielleicht, ja, ich bin auf die Frage gekommen, weil es ist das, was Sie erzählen, ist so richtig ganz, ganz viel und es kommt alles auf einmal und dann bin ich. Zwischendurch muss ich ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht mehr nachgekommen. Und Ihre Idee vom Buch war, das war alles zu verstehen. Und dann habe ich es sonst alles komplett falsch verstanden. Aber vielleicht versteht man das Buch. Oh. Ja. Nee, aber ein Buch oder der Aufbau des Buches ist ja nicht dasselbe wie eine Frage. Und
insofern, ich habe ja auch schon jetzt vieles abgeändert und habe gedacht, das zeige ich jetzt nicht, das geht sie zwar alles nichts an, aber ich lasse mich in einem Vortrag auch verführen. Ich finde, es muss gar nicht alles so heroisch sein. Und dann gibt es halt Brüche oder ich verliere mich und dann müssen sie mich wieder zurückrufen oder so. Also ich fand jetzt gegen das Ende fand ich sehr spannend, dass Sie zum Beispiel diese Herausarbeitung des Diskursvergriffs, der Singularität, also wie Sie das jetzt zuletzt auch zu differenzieren wussten zwischen der Sprache und dem Bild. Das sind schon, was man normalerweise nur so die Plain Vanilla Version halt sich selber dabei überlegen kann. Also, das sind dann schon eine emergente Dimension. Sie sind, darf ich noch etwas zu Ihnen sagen, Herr? Es ist ja so, Sie haben gesehen, ich habe ja nur Stichworte vorbereitet. Also ich habe das alles durch den Kopf gehen lassen und mir das alles ausgedacht. Weil ich finde es nicht amüsant, das Ausgedachte als Gedachtes abzugeben. Ich finde es sehr interessant, es in dieser Situation zu produzieren. Das heißt, den Gedanken mit allen Gefahren, die es in sich bergt. Ich rufe dazwischen, ich verliere den Pfad, ich muss wieder aufgreifen. Also das ist die Verfertigung der Gedanken. Sie kennen ja das Buch. Die Verfertigung der Gedanken stattfindet in dem Augen. Das hat er nicht. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass man alles verstehen muss. Das ist ja auch so eine Hauptgeschichte. Ich kann doch nicht davon ausgehen, das hat ja schon mit dem Space-Auto zu tun. Also ich sitze hier allein und ich glaube auch, dass diese Formen von Veranstaltungen ja auch mal in Frage gestellt werden können. Ich bin hier also allein, ich muss hier hochkarätig konzentrieren, während Sie machen können, was Sie wollen. Verstehen Sie? Sie können doch, ich muss natürlich sagen, wo wir Sie treffen, keine Kritik, überhaupt keine Kritik. Das Lustige ist ja, dass ich in dieser Zirkus-Löwen-Bettiger Situation bin, also Sie mir so zuschauen und mich verfolgen und ich bin einer Prüfung ausgesetzt, derweil Sie gelassenerweise sagen können, ja, es tut mir sehr leid, aber nach 5 Minuten habe ich dann abgesteckt, das sage ich, warum? Sie haben ja recht, Sie haben recht dazwischen gerufen. Das war ein interessanter Gedanke. Moment, Monsieur! Sie sind après-coup. Verstehen Sie? Sie hätten mich unterbrechen sollen in jedem Augenblick, wo Sie dachten, auf! Jetzt geht's aus dem Boden. Okay? Ich habe fast viele an der. Das war auch mein Problem während des Vortrags, weil so mit Fluid Horizon war, man einfach in jeder Sekunde der Dinge hätte produzieren können. Deswegen vielleicht wird es weiter weg. Jetzt ganz am Ende kam jetzt ja noch diese Differenz, Diskurs, Bild, Sprache, Bild zu sprechen. Finde ich nicht so einfach, weil Sprache in sich ja schon wichtig ist. Sprache besteht aus Metaphern. Das ist Sprache. Das heißt, auf dem Grund der Sprache ist Sprache schon bildlich. Foucault war es, der in seiner schönen Diskurstheorie sagte, dass der Diskurs immer materiell ist. Also man kann den Diskurs gar nicht immaterialisieren. Es geht nicht selbst ein Haus des Diskurses, also ein gebauter Diskurs, materialisierter Diskurs. Das wäre eigentlich eine Geschichte, die mich interessieren würde, wie Sie darauf reagieren. Und die zweite Geschichte, auch das, was Pierre angesprochen hat, auf der einen Seite war dieses Bedürfnis, nicht aus dem Material rauszugehen, also sich nicht über das Material zu erheben. Das war diese eine Stelle, die du angesprochen hattest im Vortrag. Aber auf der anderen Seite, Semiotik, vielleicht auch das Bildermachen als solches, der ist
Gab es diese Behauptung, dass die Deutschen über was das Ding an sich, also alles rund um. Ich habe nicht die deutsche Sprache, ich spreche aber die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache, okay. Aber es hört ja spätestens mit Nietzsche, hört es ja auf. Das stimmt nicht. Bei Nietzsche ist es eigentlich nicht mehr da. Also, das erste ist. Also, ich denke, das ist deine Altersfrage. Ich finde gerade einen Text, ich glaube überhaupt nicht, dass alles Diskurs ist, das ist ein französischer Quatsch. Ich bin der Meinung, dass sie ja viel interessanter ist als Herr Bourdieu und Herr Foucault und alle diese Leute zusammen, die ich alle gelesen habe und sogar persönlich gekannt habe. Aber es ist nicht interessant, weil die Idee eben von der Metapher ausgeht und meint, alles sei Metapher, aber vorausgesetzt ist original. Und wenn man sieht, das ist das Original, dann ist es eben der Diskurs. Und der Witz ist, das können Sie heute sehen, politisch in Frankreich, die ganze Krise ist, dass es mit diesem Diskurs einfach nicht mehr geht. Das heißt, wo ist denn das Signifié zu diesem Signifion, dass die da immer autopoetisch vor sich her produzieren? Darum meine ich zum einen, es ist nicht eine Frage der Sprache, wie Sie richtig sagen, weil mich nicht interessiert, was die Sprache ist und ein Bild ist, sondern es ist der Gebrauch und ihre Funktion. Und es ist unabdingbar, dass immer noch die Meinung vorherrscht, Sprache sei ein Rettungsabkommen. Das heißt, wir könnten uns damit besser verorten als mit etwas anderem. Und sie wäre vielleicht rationaler. Also alle diese Ideologien mit den größtenteils. Ich habe auch schon sehr stark dekonstruiert. Ja, wissen Sie, dekonstruieren, aber was wurde dekonstruiert? Ich war ja für einen Kongress in Deutschland über Dekonstruktion. Es wird ja gar nichts dekonstruiert, es wird fortlaufend konstruiert. Ja, und der Dekonstruktion. Bitte? Das, was gerade jetzt passiert, ist, dass die Dekonstruktion konstruiert wird. Immer weiter konstruiert wird und rekonstruiert wird. Das ist dieser furchtbare Prozess, ich stimme absolut zu. Wenn ich selber ständig begegnet man irgendwelchen Dekonstruktionsjüngern, die sagen, es gibt nur ein freies Spiel der Zeichen, frei flottierende Zeichen, verlorener Urtext und endliche Semiose, das ist so. Also da wird die Dekonstruktion ideologisiert, wenn man so will. Nein, aber das ist also stimmt, ja. Ja, die endliche Semiose ist erstens überhaupt nicht erwiesen. Also das ist ein großer Unterstreit von aus der semiotischen Theorie. Nee, das ist also, ja, nein, es geht nicht um die Deutschen. Es geht, also ich kann Ihnen ja nur sagen, wer jetzt reist, stellt fest, also Französisch wird wahrscheinlich verschlissen und Deutsch auch. Leider. Was soll man in dieser Sprache machen? Also sollte man immer ein bisschen aufmerksamer sein und seien Sie ruhig patriotisch und sagen, es ist ja so ein tolles Instrument, diese deutsche Sprache, was können wir denn damit machen? Und die Frage ist eben, was man mit der Sprache macht. Und die Gefahr der Rückfälligkeit, und das ist ja gar kein Vorwurf, sondern die Rückfälligkeit ereilt uns immer. Und die können wir vor der Rückfälligkeit, eben die Sprache falsch zu verwenden oder Bilder falsch oder sich irgendwelche Engpässe oder übertriebene Behauptungen hineinzuverleiten lassen, wie ich das jetzt gemacht habe, die Verfügung des Singulars in der Grammatik hat eine sehr hohe Fassung. Noch schlimmer sind die Konjunktivsingulare. Ja, 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 ja. Die sind noch häufiger in der deutschen Sprache. Aber eben wegen der Sprache, ich habe keine Lösung, aber ich darf eben die Mitte stehen, aber Ärgernis oder Wut oder Enttäuschung finde ich ein sehr gutes Ding. Ich sah eben so eine kümmerliche Sendung über Europa und da saß noch Umberto Eco über Kristeva und da saß einfach alles auf einem Boden. Und dann war also so wirklich physisch vorgeführt, was die sich unter Diskurs vorstellen. Und genauso wie der Singular, der grammatikalische Singular, waren sich diese Leute einfach alle einig, dass man den Leuten Europa erklären müssen. Jetzt passen wir mal mit diesem Satz an. Das ist ja genau das, ich muss jemandem mein Bild erklären. Ich meine, warum gibt es da einen Erklärungsnotstand? Denn der Erklärungsnotstand kommt ja entweder aus Gewalt oder
Kinder aus der Meinung, die anderen würden das nicht verstehen. Sie müssten das jetzt endlich verstehen. Und es ist ein Anspruch, der absolut unironisch ist und der nicht von der Gleichzeitigkeit der Beziehung ausgeht, wie das bei Immanuel Levinas eben sehr, sehr klug ausformuliert ist. Ich kann ja gar nicht irgendetwas denken, ohne an den anderen zu denken. Und wenn diese Gleichzeitigkeit, und jetzt um etwas ganz Tolles zu hören, oh, das ist jetzt ganz eine wahnsinnige Liebeserklärung, in Deutschland machen, es gibt einen Philosoph, der heißt Gotthard Günther, ich bin verliebt in den, und der hat ein Buch geschrieben, Grundriss einer nicht-aristotelischen Logik. 1970. Und da gibt es einen Absatz, der ist unglaublich. Ich zitiere das schon. Ist es nicht interessant, dass die abendländische Philosophie immer vom Ich zum Es gesprungen ist, ohne zu sehen, dass es ein Du gibt? Und was heißt das nun, wenn das Ich immer im Es und Verallgemeinerungen ausschwärmt, ohne zu sehen, dass das ein Kurzschluss von Verallgemeinerungen ist, ohne die Gleichzeitigkeit und Gegenseitigkeit und Augenblicksartigkeit der Gegenwart der anderen einzubeziehen. Und es gibt da ganze programmatische Sachen, die komplex sind, wir das auflösen will. Aber der Gedanke ist so unglaublich toll, weil er genau dann, philosophisch-geschichtlich, mit dem Ende der Sophisten anfängt. Nämlich mit Plato, der genau mit dem Singular die Künstler aus seiner Staatsform verbannt. Aber jetzt ich darf Sie haben zur Idee gesagt, also es entsteht aus der, oder es gibt sich oder entsteht aus der Differenz am Beispiel des Stuhls. Einem gefällt der Stuhl nicht und man will einen anderen Stuhl. Aber wie der Stuhl dann anders aussehen soll, erklärt das noch nicht, dass man einfach, wenn einem ein Stuhl nicht gefällt, ist man ja noch nicht, wie nachher der bessere Stuhl aus. Ja, natürlich, aber dann kommt die Differenz von Vorstellung und Darstellung zu. Das heißt, das innere Bild, das ich skizziere, und ich sage das bitte Bild, ist eine Differenz, die aus dem diffusen Grund sich zur Figur bekennt. Das ist ein Entwurfsprozess. Ne? Und ich käme jetzt auf das Reden zurück oder auf das Schreiben, wenn dieses Aber oder Apricou eben dieses erotische Moment beinhaltet, herauszufinden, wie ich eigentlich zu dieser Figur komme, die mich so interessiert. Oder wie ich mich an ein Motiv und meine Motivation herantaste, dann ist ja das ein anderes Ziel, als wenn ich mit einem Thema über meiner Arbeit stehen soll. Ne? Also es ist ja physisch etwas ganz anderes. Ich bin ja an einer Wegbeschreibung. Und ich meine ja auch immer, alle Wege führen zwar nach Rom, aber ich will meistens nicht nach Rom, also nützt mir die Binse auch wieder nichts. Ich frage mich, wenn ich meinen Eindruck ja nicht richtig ausdrücke, oder ich kann es ausdrücken, aber niemand will denselben Eindruck haben. Ja. Weshalb soll das jemanden interessieren? Also wenn ich bin auch nicht interessiert an einem Gespräch mit jemandem, von dem ich die Sprache nicht verstehe oder eine andere Sprache spreche. Also wieso, es ist ja nur ein Angebot, man kann es anschauen, man kann sich dazu Gedanken machen, aber wieso soll es irgendwen interessieren dann? Weil er wird es nie nachvollziehen können, einfach ein Bild ohne jegliche weitere Information. Nein, aber das ist eben der Anspruch, das war wie vorher, soll man jetzt hier alles verstehen, was ich als Angebot mitbringe, ich nehme hier ein Aber wenn ich Angebot etwas auch, nicht verstehe, das nee, jetzt, aber das, die Geschichte ist doch, ist eben nicht das Spannende, das mich die Differenz umhaut. Also ich mache ein Beispiel. Nehmen wir an, die Voreinstellung ist, ich hasse Blumenbilder. Und jemand sagt, ich gehe heute Abend an den Vernissage, kommst du mit mir? Ich habe eine Freundin, die macht Blumenbilder. Und Gottes Willen. Dann sage ich, aber gut, Schatz, mir gönnt. Und dann komme ich dahin und dann macht die mit Blumenbildern etwas, das alles aus den Armen haut, was ich mir da in meinem kleinen Kopf vorgestellt habe, dann ist doch diese Differenz, die mich ereilt und die mich überrascht, fantastisch.
Was meinen Sie? Ja? Ja, nein, ich meine, hier ist die Frage. Dann sehe ich einfach Blumenbilder. Ich habe noch nie Blumenbilder gesehen. Das stimmt nicht, wenn die Differenz, das ist ja die Frage. Sie hat Blumenbilder mit den Blumenbildern. Ich mache ein anderes Beispiel. Gehen Sie, aber wichtig ist. Marion, du bist Schauspieler, sind die beste Form. Nein, ich verstehe Sie schon, aber Sie sind defetistisch gegenüber der Differenz. Weil, passen Sie doch mal auf, wenn Sie verliebt sind, dann meinen Sie, ja, das ist jetzt einfach die Person, aber eigentlich ist sie ja different von dem anderen. Und je besser Sie eine Person kennen, werden Sie die Differenz eben auch so unglaublich lieben. Nicht das Sein der Person. Ich mache ein anderes Beispiel mit anderen Bildern, weil ich Blumenbilder nicht mehr übe. Wenn Sie mal in Brüssel sind, dann gehen Sie, denn Brüssel ist ja die Stadt des Surrealismus, gehen Sie doch bitte einfach in dieses Stadtmuseum und dann werden Sie Folgendes feststellen. Nach 10 Bildern, weil Sie gleichzeitig wahrnehmen, werden Sie das Prinzip des Surrealismus auch schon verstanden haben, weil Sie aus den Bildern auch das Prinzip lernen. Wenn Sie nach 10 oder 12 oder 15 sehen, was es ist. Das ist, wie Sie Porträtfotografie kennen. Der Gattungsbegriff ist dann Durchschauen eines Systems. Damit werden sehr viele Bilder immer langweiliger, weil sie nur noch das System sind. Und dann stehen Sie plötzlich vor einer Max-Ernst-Collage und sagen, aber Liebling, das ist ja nicht zu glauben. Weil die den Grund, den Sie gelernt haben, wieder umkippt und eine Figur in den Raum stellt. Und ich kann Ihnen kein Rezept dafür geben, ich kann Ihnen nur sagen, das ist der einzige Versuch, der es lohnt. Es ist der einzige Versuch, warum man überhaupt Kunst macht oder ein besserer Bäcker sein will als der andere. Es ist eine Differenz, die den anderen überzeugt. Und überzeugt ist nicht nur in einem vernunftsmäßigen Sinne. Nein, ich sage noch etwas, aber das ist Ihre Sorge, das ist, das wäre ja zum Beispiel etwas ganz toll, wie Gabibor schrieb. Was Sie hier aufgreifen, wäre eben zum Beispiel Notieren und Schreiben wert. Wissen Sie, ja, wie ich meine, für das muss es einfach noch Background haben, man muss das kennen. Ich kann nicht einfach so in den Bauarbeiten, die von meiner Türstrasse auf Bord liegen, dem Max Ernst nicht so viel Spass entdecken wie Sie jetzt. Ach ja, das glaube ich dann nur mehr. Und das ist ja dann, also außer vielleicht schon, wollte ich ja nicht etwas unterstellen. Natürlich, nein, Sie müssen sich können unterstellen. Nein, ich bin ja so ein Bauarbeit. Es tut mir sehr leid, dass ich solche Beispiele gemacht habe, aber ich kann sie ja auch mit der Bratwurst machen, wissen Sie, also ich meine, das ist ja nicht das Thema. Aber das Thema, das hier ausgeklammert war, das ich auch montiert habe, in den 90er Jahren. Ich meine, die Meinung des Ausstellens ist dann vielleicht auch ein Problem geworden. Also verstehen Sie diese Meinung, dass die Ausstellung der Kontext ist, der diese privilegierte Voraussetzung bringt, dass ich eine Differenz entdecke. Weil das geht genau, ich komme auf die Bratwurst oder auf Max Ernst zurück, weil Ausstellungen hat jetzt einfach mal Ausstellungen sind. Und man geht zuerst in eine Ausstellung, oh, Nonne Luschen. Oh nein, winkt die doch nicht. Oh nein, und no. Also es geht verständlich. Das ist der fortlaufende Erfahrungs- und Erkenntnisprozess. Die künstlerische Attitüde oder wie Harald Seemann wieder eins gesagt hat, mit Attitudes become for, ist eben, wie schalte ich mich in das ein? Wo ist der Punkt, wo ich mit dieser Differenz, die mir so am Herzen liegt, in diese Folge von kontinuierlichen Augenblicken mich einschalten kann? Und wo habe ich Lust? Das ist nämlich jetzt eben pragmatische Fantasie. Die Fantasie ist auch, also wo und wann zeige ich denn meinen Teil und wem? Und das ist ja genauso wichtig wie. Ne? Also dann wir das Bier. Was meinen Sie? Gehen wir das Bier gut trinken.
Na, das war toll, die Frage. Ganz gut. Ja, aus was meinen Sie? Nein, das Bier. Ach, Sie wollen ein Bier. Ja. Sehen Sie, das ist jetzt auch eine wunderbare Differenz. Die Qualität der Zeitstruktur, die entsteht. Was eben genau der Unerschöpflichkeit des Egos, dieses Hypologien, vollkommen widerspricht. Einmal hat man einfach Masse voll und jetzt lange mit der Theorie fertig mit zu können. Merci beaucoup.